das Leibniz-Institut DSMZ Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig zählt zu den größten und vielfältigsten Bioressourcenzentren der Welt. Seit 1969 sammeln und erforschen die Beschäftigten der DSMZ Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Hefen, menschliche und tierische Zelllinien sowie Pflanzenviren und Bakteriophagen. Wenn Sie wissen wollen, zu welcher Bakterienart eine isolierte Kultur gehört, oder wenn Sie wissen wollen, welche Bakterien in welcher Effizienz Treibhausgase verringern können oder Antibiotika produzieren können und wie Sie das tun, oder wenn Sie wissen wollen, wie ein Zytostatikum auf bestimmte Krebszellen wirkt oder gar einen großtechnischen Prozess entwickeln wollen, um beispielsweise Vitamin C besser zu produzieren, da brauchen Sie lebende Kulturen. Diese lebenden Kulturen findet man bei der DSMZ. Das Leibniz-Institut DSMZ ist das deutsche Kompetenzzentrum für die Erforschung, die Bereitstellung und auch die Anwendung von Mikroorganismen im breitesten Sinne bis hin zu Krebszellen. Unsere etwa 200 Beschäftigten arbeiten intensiv nicht nur mit den Kulturen, sondern auch an der Erforschung der Kulturen und bieten auch Kompetenzen im Bereich des Patentrechts an. Wir sind also nach dem Budapester Vertrag die einzige Stelle in Deutschland, die solche Bakterienkulturen zum Schutz des geistigen Eigentums aufnehmen kann und verwahren kann. Und wir bieten unseren Kunden die Sicherheit, dass die Kulturen, die sie hier bekommen, auch diesen internationalen Gesetzmäßigkeiten dann tatsächlich folgen. Die Hauptaufgabe der DSMZ ist die Konservierung und Bereitstellung von Mikroorganismen und Zellkulturen sowie deren Versand an rund 10.000 Forschungsinstitutionen in mehr als 80 verschiedene Länder. Die Sammlung wird durch Neuhinterlegungen stetig erweitert und umfasst mehr als 72.000 Bioressourcen. In unserem Aufgabenbereich spielt die Forschung eine ebenso große Rolle. Etwas weniger als 50% machen wir Forschung. Und diese Forschung hängt sehr eng zusammen mit unseren Sammlungstätigkeiten und mit unseren auch legalen Aktivitäten zur Einhaltung dieser internationalen Rechtsprechung. Die DSMZ hat auch einen starken Forschungsschwerpunkt. Die Vielfalt der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Verzahnung miteinander machen das Institut so einzigartig. Also ich glaube, was uns besonders auszeichnet, ist die Kombination unserer Tätigkeiten. Es ist eben einerseits die Vollständigkeit der biologischen Ressourcen, die wir anbieten. Es sind ja mikrobiologische Ressourcen im Wesentlichen. Wir sind nach unserer eigenen Recherche die Sammlung, die am meisten und am besten und vollständigsten die Mikrobiodiversität bereithält. Wir halten 80% aller beschriebenen Bakterienarten beispielsweise vor. Wir bieten die vollständigste Sammlung an Krebszellen aus dem Bereich Leukämie, Lymphom an. Wir haben eine vollständige Sammlung von Pflanzenviren, die die wichtigsten Tropenkrankheiten bei Nutzpflanzen auslösen. Und auf diese Weise bekommen unsere Kunden bei uns tatsächlich in der Regel das, was sie suchen. Das Institut auf dem Science Campus Braunschweig Süd ist dabei mehr als ein Archiv für Bioressourcen. Durch seine exzellente Infrastruktur ist es für internationale Kooperationen und Forschungsvorhaben ein wertvoller Partner. Ein großer Schwerpunkt bei unserer zukünftigen Forschung wird sich auf das bessere Verständnis von der Artentstehung von Bakterien, aber auch von bestimmten Funktionen von Bakterien, aber auch zum Beispiel von Tumorzellen und Pflanzenviren beziehen. Und dazu werden wir unsere Genomforschung deutlich erweitern, um auf der Genomebene dann diese Prozesse und Funktionen deutlich genauer nachvollziehen zu können. Uns ist es aber auch ein Anliegen, unsere Kenntnisse einzusetzen auf dem internationalen Bereich. Wir haben in der Vergangenheit über verschiedene bilaterale Kooperationen, vor allem in südliche Afrika, aber auch nach Südamerika, sehr vielversprechende Projekte begonnen. Und es ist uns ein Anliegen, dann in Zukunft auch die Forschungsarbeiten, aber auch unsere Sammlungsexpertise dort in Projekte einzubringen, die zur Lösung auch der lokalen Probleme oder regionalen Probleme beitragen. Das alles ist sicher nicht möglich ohne auch die räumlichen Ressourcen, die räumlichen Möglichkeiten. Wir freuen uns deshalb, dass wir kürzlich einen Neubau zusammen mit unseren Partnern vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung beziehen konnten. In diesem Neubau ist nicht nur eine unserer Abteilungen, die für Bioökonomie und Gesundheitsforschung eingezogen, sondern auch die gesamte DSMZ-Sammlung.
Die Sammlung wird nach dem Transfer vollkommen automatisiert über mehrere Roboter verwaltet und verarbeitet. Mit dieser Robotik können wir dann wesentlich mehr Kulturen, nämlich über 1 Million, unterbringen. Sie können wesentlich zuverlässiger archiviert und dann auch verteilt werden. Mit dem breiten Methodenspektrum, den digitalen Informationen und der Expertise auf dem Gebiet der bakteriellen Systematik nimmt die DSMZ somit eine weltweit herausragende Stellung ein.